Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Ja, gestern haben wir Super Mario Maker bereits in der Spezialedition ausgepackt, sprich Amiibo, Artbook und das Spiel. Aber wie mich ja alle kennen, packe ich meine Amiibos nicht aus. Und ja, ich habe deshalb heute ein weiteres Paket von Amazon erhalten, wo jetzt auch die Classic Mario Amiibo drin ist, im 8-Bit-Style. Und die werden wir jetzt unboxen. So schaut sie ganz von hinten aus. Was diese Amiibo bewirkt, sieht man ja auch schon. Man kann größer werden und man kann hier ganze Blöcke zerstören in Mario Maker. Also dieser Amiibo ist quasi so ein bisschen der Megapilz aus New Super Mario Bros., wenn man so will. Und ja, die würde ich sagen, packen wir dann jetzt mal gemeinsam aus. Ich hoffe, es gelingt mir irgendwie noch, die so auszupacken, ja. Aber das sollte eigentlich kein Thema sein, ja. So, jetzt machen wir die hier noch aus. Oh, ich merke gerade. Na komm, ich möchte das jetzt auch bekommen. Ich weiß, das ist jetzt gerade hier nicht so das professionellste Unboxing, aber meine Güte, soll man es erst besser machen. So, dann kriegen wir die jetzt hier auch raus. Und da ist sie, die 8-Bit Mario Amiibo im Classic-Style. Wenn ich die jetzt ja noch irgendwie hier rausbekomme, das wäre ja perfekto. Oh, ganz gut rausbekommen. Und so sieht sie aus. Ich hoffe, man erkennt sie so ein bisschen, weil die Lichtverhältnisse hier sind gerade nicht so die besten. Aber ja, hier ist sie. Hier steht es auch nochmal ganz groß drauf. Super Mario Bros. Zum 30. Jubiläum, ja. Diese Amiibo ist ja zum Jubiläum von Super Mario Bros. Erschienen. Es gibt noch eine modernere Amiibo. Die erscheint aber erst im Oktober oder im November. Ich weiß gerade nicht so genau das Datum davon. Auf jeden Fall erscheint die auch noch demnächst in Blau. Also das ist dann der Mario, sag ich mal, aus der heutigen Sicht, aber auch so verpixelt. Und ja, sie fühlt sich auch schwer an. Also sie ist wirklich schwer. Vielleicht nicht so schwer wie die Bowser Amiibo, aber doch, sie ist doch schon ganz gut schwer. Und das kann man ihr auch ansehen. Ja, hier unten ist halt die Röhre drauf, wo Mario dann so drinnen steht. Und ja, ich finde das Design geil. Ich finde, sie fühlt sich auch gut an. Ich hätte niemals gedacht, dass sie wirklich so sich gut anfühlt in diesem Pixel-Design. Ja, also da haben sie sich schon echt große Mühe gegeben. Und ja, dieser Amiibo wird auch definitiv einen Ehrenplatz bekommen, wie meine anderen Amiibos auch. Und ja, so sieht sie dann halt aus, auch nochmal von oben so, also alles schön kantig und verpixelt, ja, so wie man Mario kennt. Ja, mehr gibt es glaube ich eigentlich nicht zu dieser Amiibo zu sagen. Also wer sie in die Hände bekommen soll, der sollte sie unbedingt mitnehmen, weil ich glaube, dieser Amiibo und die blaue Amiibo, die demnächst rauskommen werden, sind wirklich große Sammlerexemplare. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob die wirklich so limitiert sind jetzt gerade, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass diese Amiibos wirklich gut für teuer Geld auf eBay auch verkauft werden. Aber darum soll es heute nicht weitergehen. Ich werde sie ja nicht auf eBay verkaufen, ich werde sie mir schön in die Vitrine stellen. Und ja, das war es dann auch heute mal wieder von dem Unboxing-Video zu der Classic Mario Amiibo. Und ja, da hätten wir die jetzt auch angeboxt. Und ja, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu einem weiteren Unboxing-Video oder gar einem anderen Video auf meinem Kanal. Bis dahin noch einen schönen Tag und bis dann.